Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Zelda. Entschuldigt bitte die Pause mitten in einem Dungeon. Ich kam am Wochenende nicht zum Aufnehmen. Wir müssen noch zwei Kontrollsiegel öffnen. Gefunden haben wir sie ja quasi schon. Und ich hatte ja den Plan, einen der, Bolzen aus dem Hauptraum hier zu nehmen und in den kleinen Raum zu bringen. Soll aber auch ohne gehen. Habe ich gelesen. Vielen Dank für den Hinweis. Der Bolzen in den kleinen Raum steckte ja oben fest. Ich nehme den trotzdem mal mit, wenn ich rankomme. Hallo. Oh, ist aber knapp, ne? Das ist aber knapp. Und wenn ich mich daran erinnere, wo das war. Zuletzt haben wir hier ja ein paar Mini-Wächter besiegt gehabt, die hier rumstolzierten. Da oben war das. Wie kam ich denn da nochmal hoch? Wir schauen mal. Auf jeden Fall irgendwie darüber, ne? Ja, über diese Plattform hier. Ich habe mich auch mal umgezogen. Da das einfach eine sehr starke Rüstung ist. Ich habe jetzt einen Rüstwert von 60. So. Und dann habe ich mich in die Tür gestellt und bin darüber geflogen. So war das. Boah, geglitten. Ich gleite ja mit meinem Paraglider. Mit meinem Segel. So, da bin ich da drauf und darüber. Ich sehe nichts. Nein! Ah! Nochmal. Das ist das Doofe, wenn man keine Sicht hat. Wo der liebe Link gerade steht. Kommt man da wirklich nicht anders hoch, oder? Naja. Hauptsache, es funktioniert, wa? So. Okay. Kurz mal die Hände, den Schweiß von der Hände wischen. So, hier war ja auch noch ein Raum. Schau mal, da sind ganz viele von den kleinen Dingern dran. Die nach und nach runterrutschen. Ich wollte jetzt erstmal hier was machen. Oh, ein Pfeil von mir. Super. Ich habe mal wieder den berühmten Frosch dabei. Ich weiß nicht, seit ich das letzte Mal so richtig krank war, von einem halben Jahr, glaube ich, habe ich öfter ein Fröschlein. Ist auch irgendwie doof, ne? Vielleicht sollte ich das doch nochmal abklären lassen. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, ist das ja eigentlich nicht schlimm, oder? Weil in den Raum muss ich ja nicht mehr rein. So. Der geht nicht mehr raus. Okay. Dann halt nicht. Dann kommst du wieder drauf. So. Ja, das hat ja nicht so funktioniert. Gut. Ich werde schon herausfinden, wie das funktioniert. So, da das Rad kann man feststellen. Hier ist eine Plattform. Das darf nicht runtergehen. Aber es wird ja immer wieder runtergehen, oder nicht? Also da unten komme ich auch problemlos hin, wenn ich das richtig sehe. Obwohl, so problemlos ist das, glaube ich, gar nicht. Okay, warte mal. So bleibt er stehen und dreht sich wenigstens ein bisschen. Und so kann ich hier rein. Okay. Das muss sich aber komplett drehen.
Wasser. Okay, warte mal. Man kann das aus irgendeinem Grund anhalten. Und es geht hier noch tiefer. Ach so, okay. Weil ich... Yeah, warte mal. Mal gucken, ob irgendwas im Wasser ist. Nee, aber ich kann das aus irgendeinem Grund anhalten. ich blick das noch nicht ganz. Kommt gleich. Es sollte sich weiter drehen, aber vielleicht auch in die andere Richtung, damit ich hochkomme. Es würde sich jetzt gerade im Moment in die falsche Richtung drehen, warte. Also kehren wir das mal um. Verarschen. Ah, okay. Keine weiteren Fragen. Jetzt ist das hier ja wieder unten. So lange hält das doch nicht. Probier's trotzdem einfach mal. Okay. Nee. Ah! Ich glaube schon, dass ich auf der richtigen Spur bin, aber irgendwas ist hier noch nicht richtig. Also da, warte. Es dreht sich halt auch so langsam, ne? Nein, nicht nein! Das war zu... Oh nö, ich will nicht so lange warten. Es dauert aber auch sehr lange, ne? Bis das oben ist. Ja, auch doof. Nee, das muss andersrum. Sonst komme ich nicht hoch. Also nochmal drehen. Es dreht sich auch so langsam. Muss das so langsam? Die Plattform da dreht sich aber auch nicht. Ey, was muss ich hier machen? Uff. Oh, ja, warte. Hier ist Wasser. Es ist noch morgens übrigens. als meine Entschuldigung. Ja doch, da will ich das haben. Flo. Okay. Ja, es könnte so einfach sein, ne? Ich will das andersrum, bitte. Es könnte so einfach sein. La 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 la. La 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 la. Wir hatten ja auch beim... Ah, da ist das Kontrollsiegel. Wir hatten ja auch in den einen Raum das Thema Wind, in den anderen das Thema
Lava, ne? Jetzt hier Wasser. Was ist denn dann das vierte? Sand? Nee, echt mal. Blitz? Blitz? Elektronik? Oh, ah. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall für später. Was können wir hier tun? Nein, warte. Okay, ich bleibe mal hierbei. Hier läuft auf jeden Fall Wasser runter. Genauso wie dort. Was heißt das für mich? Ich gehe erstmal hier runter. Okay. Muss ich das hier zukriegen? Ich glaube ja. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also einfach da reinstopfen kann ich das ja nicht. Das geht nicht. Und einfach einen dazwischen setzen sollte auch nicht funktionieren. Und von hier aus geht's nicht. Dieser Dungeon, ne? Der erfordert einiges an Hirnschmalz. Ich nehme mal eine andere Waffe. Ja, nehmen wir den, oder? Nee, ich nehme diese Axt hier. Und dann machen wir Folgendes. Upsi. Ich drehe mal ein bisschen hier dran, ne? Es sieht zumindest so aus, als ließe es sich drehen. Hui! Okay, alles aus. Tada! So funktioniert das also. Und da ist auch ein Schalter. Ah! Ah! Ja, wunderbar. So. Eine Zora-Lanze. Wow. Ja. Ich nehme die trotzdem mit. Einfach. Guck mal, ich habe ja auch noch ein Gerudo-Messer. ein schwaches. Das Blatt behalte ich. Das kann man immer gebrauchen. Den Eisstab möchte ich auch nur ungern weggeben. Deswegen glaubt das Messerchen dran. Einfach damit die Kiste auf ist. Ah, warum steckt man hier eine Zora-Lanze mit Stärke 9 rein? Man weiß es nicht genau. Speichervorgang. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Also ich brauche heute so ein bisschen länger, aber ich komme auf die Lösung. Steht hier sonst noch irgendwas rum? Da ist auf jeden Fall der Knopf. Knopf. Huch! Ah. Komm mal raus. So, ich setze dich dann einfach mal wieder davor. So, und dann schießen wir irgendwas ab, damit das Wasser wieder steigt und ich da hochkomme. Ja. Läuft. Kann das Wasser bitte noch mehr steigen? Mist. Mist? Da ist die Kugel jetzt auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn man das nochmal macht, könnte das Wasser nochmal steigen. Ich brauche die Kugel zurück. Wo ist sie? Ich komme hier nie wieder raus. Hä? Jetzt ist sie weg. Oh, nee, die ist dahinter. Ja, Kacke. Ja. Ja. Ich sehe sie dort. Ich komme aber nicht ran. Eieiei. Was ein Dungeon. Ich komme immer noch nicht ran. Oder? Ich muss doch irgendwie hier wieder rauskommen auch. Ja. Hä? Ich bin verwirrt. Verdammt. Da ist halt keine Kugel mehr drin. Kann ich irgendwas ablegen hier? Ich nehme mal das hier. Wegwerfen. Der Mondsäbel ist auch viel zu leicht, ne? Wie komme ich hier wieder raus? Scheibenkleister. Gibt es da irgendwas, was man noch... Nee. Ah, ich will hier wieder raus. Verdammt. Ich... Ich habe hier ja auch meine Fähigkeiten nicht. Meine Reckenfähigkeiten. Oh, ist das ätzend. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Versuch mal, ups, ganz nah. So nah es geht. Na komm schon. Näher geht nicht. Habe ich es erwischt? Nee. Ich komme hier nie wieder raus, Leute. Und so weit komme ich auch nicht. Boah, Kacke. Das ahnst du ja auch nicht. Dass du hier auf einmal eingesperrt bist. Oder übersehe ich gerade ganz hart etwas? Ich glaube nicht. Oh. Was bringt mir das? Warte mal. Ich gehe mal da rein.
Vielleicht sterbe ich dann, wer weiß. Hallo. Bitte nicht hauen. Hä? Okay, das... Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Wow. Dass ich mich irgendwie selbst hier rausschießen könnte, weißt du? Guck mal, ob es was bringt, wenn ich hier einmal umswitche. Ich komme hier nie wieder raus. Das verstehe ich aber nicht. Irgendwas muss hier doch gemacht werden können. Dass man auch... Oh, oh, ich... Es war zu offensichtlich. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Scheiße. Och Mann. Boah, ist... Oh. Es tut mir hart leid, ehrlich. Ihr habt wahrscheinlich alle mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen. Oh, oh. Oh. Ich bin so dämlich. Okay. Nee, ich habe mich zu sehr auf die eine Idee versteift. Tut mir leid. Ah. Habe ich schon erwähnt, dass es morgens ist? So, noch ein Kontrollsiegel übrig. Boah, der tat weh. Der tat echt weh. Okay, lass uns hier raus. Kann ich hier unten raus? Eigentlich schon, ne? Jetzt dreht sich das auch ganz automatisch. So. Hallo. Ja, ohne die Hilfe von den Dingern. Alles klar. Oh. Wir haben da einen Freund jetzt. Also, was heißt Freund? Finde ich aber nicht nett. Also, jedes Mal, wenn man einen Raum geschafft hat, kommen diese Viecher. Warte mal, was habe ich an Pfeilen? 4 Stück. Oh, wow. Das wird nicht funktionieren. Nicht aus der Entfernung. Ich lasse den einfach mal. Ah, ich bin da durch. Stopp. Hui. Okay. Wie hoch komme ich, wenn ich hier stehen bleibe? Nicht sehr hoch. Und so komme ich nicht ran. Ja, bitte. So. Ich habe das Teil da ja nicht rausbekommen. Hier. Und jetzt geht es einfach raus. Ja, komm. Es hat geklemmt, ich schwör's. Jetzt klemmt es nicht mehr. Da. Bitte einmal reinstecken. Ah.
So. Das dazu. Ich wollte es reinstecken. Aber es kann sich auch mitdrehen. Okay. Dann sollte es sich halt mitdrehen. Ist mir auch egal. Ja, aber eigentlich will ich es reintun. Nee, dann halt drehen. Ich dachte, das kann man aufeinander stecken. Ich dachte, das war der Plan. Wir können es auch erstmal drehen. Und dann? Ah, dann ist die Tür unten. Okay. Ja, das muss auf jeden Fall aufeinander gesteckt werden. Es passt nicht so ganz. Warum nicht? Mein falsch stecken kann man, glaube ich, nicht, oder? Nee, irgendwas stimmt da noch nicht. Hey, warte, wo bin ich? Ah! Nee, das geht auch nicht wieder raus oder so. Irgendwas passt da noch nicht. Oh. Mein Gehirn schmalz. Damit kann man auch nichts anderes jetzt machen. Das muss ja aufeinander. Vielleicht drehe ich mal in die andere Richtung. Vielleicht passt das besser. Einfach andersrum drehen. Vielleicht muss ich das doch nicht aufstecken. Hallo. Ja. Ja, genau. Genau das. Alles klar. Einfach mal andersrum. Huh. Damit hätten wir das. Das heißt, wir müssen dieses eine Rad nach vorne schieben und dann öffnet sich alles und uff. Die Musik? Ich will nicht wissen, was da draußen jetzt los ist. Die Musik ist schneller. Oh. Okay. Darf ich bitte raus? Ah, bitte nicht zerquetschen. Da ist der Spacko. Okay. Gut, gut. Wir müssen jetzt das Teil nach vorne schieben.
Bis es drin ist. So. Okay. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Nein, es tut mir gar nicht leid. Ich bin selber gespannt, aber der nächste Part wird direkt morgen kommen. Versprochen. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein besonderer Dank geht an Maixen, der eine Nudel-Lasagne-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Vielen Dank dafür, das unterstützt mich wirklich sehr. Und ansonsten könnt ihr hier links meinen Kanal abonnieren, rechts findet ihr noch ein weiteres Video und darunter direkt die Playlist zu diesem Projekt. Vielen Dank für eure Kommentare und bis dann!